Hallo Leute, willkommen zu unserem Legs and Glutes Training, auf Deutsch Bein- und Po-Training. Es gibt in diesem Plan sehr viele Squat-Variationen, aber zuallererst zeige ich euch mal den normalen Squat, die Basics und danach erkläre ich die Variationen zu den verschiedenen Übungen. So, also das Wichtigste ist, mal den Rücken stabil zu halten, leicht die Brust rauszugeben, in die Hocke gehen, bis zu 90 Grad. Die Knie sollen nicht zu weit nach vorne rutschen, am besten bis zu den Zehenspitzen oder ganz leicht drüber und wieder nach oben. Das wäre die normale Squat-Variante. Die erste Übung wäre dann Squat to Lunge. Das heißt, wir beginnen in der Anfangsposition vom normalen Squat, gehen in die Hocke bis zu 90 Grad, eventuell noch ganz nach unten, gehen wieder nach oben, drehen uns in eine Richtung. Beide Fußspitzen schauen in eine Richtung natürlich, in eine Ausfallschrittposition gehen, zurückdrehen und die andere Seite dann noch einmal machen. So, 30 Sekunden und los geht's. Sehr gut. Ja, nicht vergessen, beide Zehenspitzen in eine Richtung sehen. So, 10 Sekunden haben wir noch. Drei, zwei, eins, los. Die nächste Übung sind dann die Squat-to-Core-Twist. Das bedeutet, Squat-Position einnehmen, in die Hocke gehen, nach oben, ein Bein hochheben und in dieselbe rausrotieren, damit wir die Bauchmuskeln auch noch drinnen haben. Mit den Beinen inkludiert. 30 Sekunden Vollgas und danach 30 Sekunden Pause. Und los geht's. Sehr gut. Hälfte haben wir schon. Vier, drei, zwei, eins, super, perfekt. Die nächste Übung wären dann die Lateralsquats. Wir stellen uns ganz breit hin, verlagern das Gewicht auf das rechte Bein bis zu 90 Grad runtergehen und danach aufs linke Bein rübersteigen und das alles machen für 30 Sekunden. Bereit? So, eins, zwei, drei, los geht's. Sehr gut. Die Hälfte haben wir schon. 15 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Super. Die nächste Übung sind die Sidewalk Squats. Wir beginnen in einer Ausgangsposition vom Squat und gehen mit einem Bein rüber und dann mit dem linken und mit dem rechten nachsteigen. Das alles machen wir 30 Sekunden wieder mal und danach haben wir 30 Sekunden Pause. Bereit? So, eins, zwei, drei, los geht's. Sekunden vorüber. Sehr gut, weitermachen. Und 10 Sekunden haben wir noch. So, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Super. Nächste Übung, die Squat Hold Wippen. Das heißt, wir gehen in eine Hocke, breit stehen, nach unten gehen und die Knie ganz leicht nach innen und nach außen bewegen. Für 30 Sekunden und danach haben wir 30 Sekunden Pause. So, 30 Sekunden beginnen jetzt. Schön konzentriert, super.
15 Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, fertig. Nächste Übung wäre dann die Squat-to-Knee-Squats. Das heißt, wir beginnen auf den Knien, auf die Knie runter und gehen, heben das rechte Bein nach oben und dann das linke und gehen nochmal mit dem rechten Fuß nach unten und dann mit dem linken noch einmal. Das alles nochmal 30 Sekunden, Leute, durchbeißen und los geht's. So, eins, zwei, drei, los. Sehr gut. Bei der Übung wird es wahrscheinlich sicher ordentlich brennen. Nicht aufhören, weitermachen. 5 Sekunden haben wir noch. 4, 3, 2, 1, fertig. Sehr gut. Die nächste Übung wären dann die Kickbacks. Da aktivieren wir den Po-Muskel. Wir werden mal die eine Seite machen, also mit dem linken Bein, 30 Sekunden lang. Und dann das rechte Bein, genauso für 30 Sekunden, insgesamt eine Minute. Wir zeigen es mal ganz kurz vor. Schön stabil sein und einen 90-Grad-Winkel im Oberschenkel haben und nach oben drücken zur Decke. So, 30 Sekunden, beginnen jetzt, los geht's. Schön immer auf die Decke zielen, soweit es geht nach oben drücken. 15 Sekunden haben wir schon. So. 5, 4, 3, 2, 1, Seitenwechsel. Sehr gut, weitermachen. 10 Sekunden haben wir schon. Und wieder, soweit es geht, nach oben drücken. 10 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, fertig. Das war's. Super. Sehr gut, passt. Das sind Urwege dann beim Zuschauen. Nächste Übung wären dann die Lying Kick-Ups. Das machen wir allerdings beidbeinig und nicht einzeln. Also 30 Sekunden und 30 Sekunden Pause. Mit beiden Beinen, so gut es geht, gegen die Decke zielen. Und schön konzentriert die Bewegung machen. 30 Sekunden beginnen jetzt. Die Übung muss nicht zu schnell sein, am besten etwas langsamer, dass sie den Muskel auch sehr gut spürt. Zehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Schluss, fertig. Neunte Übung ist dann die Glute Bridge. Am besten auf dem Rücken legen, Beine hüftbreit anwinkeln und mit den Beinen das Gesäß, so gut es geht, nach oben drücken. Genau, das wäre dann die Übung. Schön konzentriert wieder den Po anspannen. Am besten langsam und nicht zu schnell, damit ihr den Muskel richtig spürt. 30 Sekunden beginnen jetzt. Ja, schön kontrolliert, sehr gut. Sehr schön. 15 Sekunden haben wir schon. Nicht aufhören, auch wenn es brennt, schön weitermachen. 5 Sekunden haben wir dann noch. 4, 3, 2, 1, fertig. Die zehnte Übung
wäre dann genau dasselbe, nur wir machen es einbeinig. Dieselbe Ausgangsposition auf dem Rücken legen und mit einem Bein hochdrücken und das andere Bein ist ausgestreckt und durchgehend das Bein gestreckt lassen und die Ausführungen machen. Für 30 Sekunden ein Bein und dann 30 Sekunden das andere Bein. So, 30 Sekunden, ab jetzt, sehr gut. Fünfzehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Seitenwechsel. Und wieder 30 Sekunden. Die Hälfte haben wir schon, 15 Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Die letzte Übung wäre dann die Glute Bridge. Wir bleiben aber allerdings bei der Übung in der Endposition. Wir strecken komplett nach oben und heben abwechselnd immer ein Bein nach oben für 30 Sekunden und danach haben wir das Workout erledigt. 30 Sekunden ab jetzt. Sekunden vorüber, weitermachen. So, 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Super, erledigt. Das war das Workout für die Beine und den Gesäßmuskel. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.